wenn so schon ein Video anfängt. Uiuiui. Die war so ein bisschen unnötig. Also, dass ich das sage, dass eine Maske unnötig ist. Also, hoffentlich gemütlich und entspannt mit Maske, mit Tee, mit Kaffee, mit Stromausfall. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, naja, von Unboxings meiner Boxen, die sich in meinem Abo befinden, hin über Make-up-Pflege-Hauls, eigentlich alles, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer hoffe, dass ihr auch dran Spaß habt. Und heute gibt es ein aufgebraucht Video für den Monat Februar. Und ich glaube, es wird mal kein Marathon. Wirklich. Ich habe hier mal keine so Kiste stehen, sondern echt, es ist so überschaubar, dass ich schon wieder am Überlegen war, lohnt sich das überhaupt? Aber es lohnt sich immer, denn ich kann euch mehr zuplappern mit weniger Produkten. Und ich würde sagen, ich schnack hier gar nicht lange rum und wir fangen an. Und tatsächlich sind es echt nur kleine Döschen hier neben mir, wo nur ein paar Sachen leer geworden sind. Wohlgemerkt, ich habe noch andere im Anbruch, die auch bald leer werden. Aber die anderen Sachen, da ist halt noch was drin. Das heißt, die zählen nicht. Und ich habe gar nicht großartig sortiert diesmal, weil es echt so wenig waren. Das erste, was ich euch noch zeigen muss, ein Produkt. Zeit für neue Regeln. Das war ja in der Glossybox drin und ich habe aus Spaß gesagt, ich zeige euch das nicht im Aufgebraucht-Video, aber ich zeige es euch im Aufgebraucht-Video. Da war ein kleiner Tampon drin mit 100% Bio-Baumwolle und der war okay. Der war okay. Ich habe nicht so viel davon gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann euch dazu nicht viel berichten, aber ich wollte ihn einfach einbauen. So. Also Mia Tampon war okay. Dann als nächstes zeige ich euch nur noch etwas Kleines. Denn ich war baden. Da habe ich auch eine Insta-Story zugemacht. Da waren diese schönen silbrigen Ohrringe drin, die ich euch da gezeigt habe. Und zwar war das von Juwelkerze eine Badebombe, also eine Badekugel, die wir mal in der Christmas-Box von Glossybox hatten, aber 2019. Und ich dachte, komm, guck's mal, was in der Badebombe drin ist, wenn du jetzt eh gerade baden gehst. Und ich hatte so Lust, das zu entdecken. Und es war echt ein kurzer Spaß. Wirklich ein sehr kurzer Spaß. Also die Dinger kosten ja echt was. Ja, da ist Schmuck drin. Und aber ich dachte echt, ich habe länger an dieser Badebombe. Und wirklich, ich habe die... Ich habe mich voll gefreut, ne, und habe die ausgepackt und ha. Und ab in die Badewanne und dachte, die sprudelt jetzt da rum und macht und tut. Leute, ich habe die in dieses Wasser geworfen. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die weg war, wie die sich aufgelöst hatte. Und dann war halt nur noch dieser Plastikkern drin und in diesem... Das war so eine kleine Kugel, die konntet ihr öffnen, dann hattet ihr ein kleines Tütchen und da waren dann die Ohrringe drin mit einem Code, wo man auch nachgucken kann, wie teuer das ist und so. Das habe ich nicht gemacht, ich habe mich über die Ohrringe gefreut. Ja, da war halt, ja, nix. Da war nix Badespaß, außer dass die sich aufgelöst hat und ich Ohrringe hatte. Fand ich ein bisschen schade. Also für das Geld würde ich mir die nicht kaufen. Ich meine... Dann lieber so eine Kerze, weil die haben ja auch, eigentlich haben die ja Kerzen mit Schmuck drin. Aber so eine Badekugel, die nach einer Sekunde weg ist, weiß ich nicht. Da muss ja so ein bisschen die Spannung und das Erlebnis dabei sein. Also, war schön für den Schmuck, ne? Aber hier würde ich mir nie im Leben so eine Badekugel kaufen, nur um zu gucken, welcher Schmuck da drin ist. Also dann wenigstens den Badespaß dabei. So.
Dann habe ich eine von Jean Len etwas leer gemacht. Und zwar diese Cremeöl-Dusche. Ohne Gedöns und vegan ist die. Und ich mag Jean Len sehr gerne, die Marke. Ich mag das auch mit diesem ohne Gedöns, das sage ich ja auch immer. Also ich weiß hier, was Gedönse ist. Für diejenigen, die das nicht wissen, ist halt ohne Krimskrams, ohne irgendwelche Zusatzstoffe oder ne, so ohne Schnickschnack. Kann man das so sagen? Das ist Gedöns, Kram halt. Und das war eine Dusche, die mit Bio-Hafer, Milch und Kokosöl. Die war okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft wegen diesem Öl. Also mir hätte das gerne noch ein bisschen öliger sein können. Aber die hat toll geduftet. Leute, die hat toll geduftet. Richtig schön nach Kokosnuss. Und ich mag ja Kokosnuss sehr gerne. Sie hat mich gesäubert. Alles einwandfrei funktioniert. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich hatte ein anderes Hautgefühl, dass die meine Haut schon während dem Duschen gepflegt hat. Das habt ihr ja manchmal gerade bei so Ölduschen, ne? Dass ihr echt schon so ein Feuchtigkeitsfilm irgendwie, also so einen gepflegte Haut schon habt beim Duschen. War hier leider nicht so, aber soll für intensive Pflege bei trockener Haut sorgen. Ich muss mich halt eincremen und habe mich jetzt auch nicht extra gepflegt gefühlt. Trotzdem ein tolles Produkt, weil es halt wirklich auch ohne Parabene und ohne Silikone ist und toll geduftet und ja, hat genauso gereinigt wie ein anderes Duschgel halt auch. Aber der Duft war toll. So, dann, wenn wir gerade beim Duschen sind, habe ich etwas leer gemacht. Und ich mag sowas gerne. Und zwar eine Pflegedusche, so ein Duschmousse. Cremesoft für extra seidige Haut. 200 ml von Nivea. Und das war ein cooles Duschschäumchen. Das ist mit Mandelöl gewesen. Das hat auch richtig angenehm gerochen. Einfach auch dieser Nivea-Duft. Ihr kennt ja diesen klassischen Nivea-Duft bestimmt alle und manche mögen den nicht. Ich mag den. Und das war halt noch so ein bisschen so dieser Mandelgeruch mit rein. Hat mir toll gefallen. Und was ich damit gemacht habe, war tatsächlich mich nicht nur gereinigt, sondern wirklich konnte mich mit diesem Schaum auch rasieren. Und das hat super funktioniert. Das heißt, das ist nicht nur ein Schaum, den ihr euch drauf macht und abwaschen könnt, ne? Sondern wirklich so ein bisschen gepflegter angefühlt, sodass die Klinge auch noch gleitet. Hat gut funktioniert, hat gut geklappt und habe ich gern verwendet. Und ich habe da auch ein paar im Backup, zwar nicht in Mandelöl, sondern mit irgendwas anderem, aber fand ich echt gut. Ich habe nur jetzt gerade einen, der ist sogar noch besser. Der ist auch extra fürs Rasieren geeignet. So. Aber der kommt im nächsten aufgebraucht. Dann noch ein Duschgel, was leer geworden ist. Das sieht aus, ne? Also wir haben hier echt kalkhaltiges Wasser. So. Von Asam etwas. Und zwar von Le Parfumeur Pour Monsieur Bronze. Das ist ein Produkt. Duschgel für Körper und Haare. Das habe nicht ich leer gemacht, sondern das hat Schatzi fleißig verwendet und gerne verwendet und zwischendurch auch mal ein anderes Duschgel oder so gehabt, aber das wollte ich euch zeigen, denn aus aktuellem Anlass, das war in einer Wundertüte mal bei mir drin, auch ein Männerprodukt einfach drin gewesen, aber das hat toll geduftet und ich meine, so ab und zu können die von mir aus auch mal was für die Männer rein. Aber wirklich nur so in jeder tausendsten Tüte. Oh, das riecht aber fantastisch gut, Leute. Also ich mochte auch den Duft super gerne. Und wie gesagt, Schatzi hat es fleischig verwendet. Auf seinem Fleisch hat er dieses Duschgel verwendet. 500 ml hat er platt gemacht und fand er gut. So,
die Männer, die kriegen ja auch Haare und Duschgel und alles in einem, ne? Also die kriegen kein Shishi und wenn ich mein Shishi angucke, denke ich, ja, ne? Dann noch was, was leer geworden ist, bis auf den letzten Rest, den kriege ich einfach nicht mehr raus. Das stand jetzt hier ein bisschen. Deswegen hat sich das nochmal so ein bisschen gesammelt da unten. Ich habe es echt nur auf dem Kopf und raus. Und zwar ist das ein Conditioner von Shea Moisture. Den mochte ich gerne. Den mochte ich gerne. Und ich habe vorher schon ein paar Produkte von der Marke gehabt, die ich auch sehr gerne mochte. Und das war einer mit Arganöl und Mandelmilch. 384 Milliliter. Ein Conditioner. Jawohl, das sind Größen an Conditioner, die ich gerne sehe. Und da steht noch Smooth and Tame Conditioner. Also so ein bisschen für die Haare weicher zu machen, klar. Und die Haarstruktur. Und ihr wisst das, ich bin ja immer so ein bisschen, meine Haare und dies und das und stehen in alle Richtungen. Und ihr sollt mich mal sehen, wenn ich morgens aufstehe. Ich muss euch mal Videos machen. Nee, bitte nicht. Ein Foto reicht. Das sieht schon schlimm genug teilweise aus, wenn da mein Wuschelkopf wieder aktiviert ist. Und wirklich, die stehen ja in alle Richtungen. Und was erzähle ich euch? Ist für dünnes, fizzy, straight, wavy Hair. Soften and detangle. Ich sage ja immer, meine Haare sind zwar fein, aber wuschelig und wellig und dies und das und jenes. Also irgendwie eine Sache für sich, sagen wir es mal so. Versuche sie immer so ein bisschen zu bändigen, aber ja. Ist ohne Sulfate auch und auch color safe. Mit Marshmallow Root Extract war da auch drin. Ich fand das echt mega gut. Ich war am Anfang, wo ich das angefangen habe zu benutzen, war ich so, oh, irgendwie macht das nicht so viel. Und dann hatte ich echt den Trick raus und ich habe da echt nur ein, zwei Pumpis gebracht. Also ich hatte da echt lange dran. Ein, zwei Pumpis rein und dann habt ihr das euch wirklich nur so in die Spitzen hier gemacht, so in die Länge ein bisschen eingearbeitet und wirklich das kurz eingearbeitet, eine Minute gewartet, ein bisschen einwirken lassen und dann hattet ihr echt so tolle Haare danach. Also hat mir super gut gefallen. Ich habe da noch Produkte von, die ich auch gerne verwenden werde. Eins dauert, glaube ich, noch bis, keine Ahnung wann, bis das leer ist, weil das sind Asam-Portionen. Aber ich liebe das auch. Das muss ich euch irgendwann zeigen. Das muss leer werden, damit ich es euch zeigen kann. So, auf jeden Fall das zum Conditioner. Und sonst hatte ich, glaube ich, oh mein Gott, das muss ich euch auch zeigen. Noch ein Produkt für die Haare. Ich glaube, sonst war hier nichts. Nee. Von, das ist hier Ding, ne? Von Cherry Oil ist das was. Das habe ich bei Amazon mal bestellt gehabt. Und zwar ist das ein Öl für das Haarwachstum, also anzuregen, dass die Haare wieder nachwachsen. Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe manchmal echt so ein bisschen zu kämpfen, dass ich echt, gerade bei Stress und so ist das bei mir ganz schlimm, da fallen mir immer die Haare aus. Und ihr seht das auch hier in den Ecken immer schön bei mir. Da habe ich ganz viele Babyhaare. Also ganz viele kleine Babyhaare. Und ich hatte das mal angefangen, weil ich echt wirklich wie so Geheimratsecken hier gekriegt habe. Und hier überall, ne, wenn man so die Kopfhaut schon durchsieht, weil die Haare einfach ausgefallen sind. Und dann überall Babyhaare, ne? Ihr hattet zwar noch Wurzeln, aber ja auch teilweise irgendwie das Gefühl, dass da nichts mehr nachkam. Und dann habe ich dieses Produkt gefunden, wie ich dann so am Googeln war. Und das war ein richtig cooles Erlebnis auch, ne? Weil der Verkäufer hat auch extra nochmal geschrieben gehabt, das ist ein kleines Familienunternehmen, was das herstellt. Und die sind da echt hinterher, dass ihre Kunden zufrieden sind. Fand ich auch ein tolles Erlebnis und das hat echt funktioniert. Das hat funktioniert. Und mir sind echt wieder diese ganzen Härchen überall gesprossen.
Das Problem an der Sache war nur, und das seht ihr jetzt auch oft, dass diese Haare einfach grau auch teilweise nachgekommen sind. Also ich habe Haare bekommen, aber teilweise ohne Pigment drin. Sehr lustig, aber ich weiß nicht, das ist aus diesem einen Baum gemacht. Steht auch nicht viel drauf. Habe ich jetzt noch zu Ende benutzt. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben, dass es sowas auch gibt, weil ich das auch, wie gesagt, mir hat es damals geholfen. Ich meine, das ist wie bei Wimpernserum. Bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen funktioniert es nicht. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Bei mir hat das Teil Gott sei Dank geholfen und wirklich, und wie man sieht, sind die Lücken wieder brav gefüllt. Wie gesagt, hier habe ich dann manchmal noch so ein bisschen zu kämpfen. Aber ich habe jetzt was mit Koffein, das ich gerade mal am Testen bin, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und ja, deswegen werde ich mir das nicht mehr nachkaufen, da ich auch wieder diese Probleme halt einfach nicht so krass mehr habe wie früher. Aber sollte es wieder der Fall sein, würde ich das tatsächlich wiederholen, weil es, wie gesagt, mir geholfen hat, wie sich das anhört, ne? Aber man guckt ja immer so rum, wenn man so Problemchen hat. Und wenn man dann was findet, was funktioniert, gibt man das ja auch gerne an euch weiter. So, was habe ich denn noch hier in meiner kleinen Kiste stehen? Einmal eine kleine, die jetzt auch leer gegangen ist. Und zwar die AKI Body Power Cream von Sol de Janeiro. Und das ist, ja, die mag ich nicht so. Ich mag die anderen zwei viel lieber. Hier diese Coco Cabana und diese Boom Boom Cream. Das sind so eher meine. Die hier ist halt so, die hat mich damals auch interessiert, weil sie halt diese, die Beschreibung hat sich toll angehört. Vom Geruch her ist das nicht so meins gewesen. Also von dieser AKI Berry da. Also eher frisch. Der war halt nicht so meins. Und was mir an der echt nicht so gefallen hat, die hat halt so Schimmer mit drin. Und dieses Schimmer hat mich genervt. Das war mir zu schimmerig. Irgendwie, nee, hat mir nicht gefallen. Also auch im Sommer oder so geht sowas noch klar. Aber dieser Schimmer, also das war kein Schimmer, das war Glitzer. Also irgendwann habt ihr einfach ausgesehen, als hättet ihr so extremen Glitzer auf der Haut. Und das sage ich, die kleine Glitzer-Queen, dass mir das einfach nicht gefallen hat und mir persönlich nicht. Ich würde mir die nicht mehr holen, weil Gesamteindruck inklusive diesem Glitzer, der war nichts für mich. So, dann, das kann ich euch auch zeigen, dachte ich, braucht ja ein paar Sachen, über die ich labern kann hier. Und normal zeige ich euch sowas halt nicht, aber ich dachte, ja komm. Und zwar habe ich von AcuVita Kontaktlinsen benutzt, verbraucht. Das waren 6-Monats-Packungen und ich brauchte halt 2 verschiedene Dioptrien. Und deswegen habe ich da so ein halbes Jahr dran und ja, einmal für links, einmal für rechts. Und ich sag's ja immer, ich bin blind wie ein Maulwurf. Das heißt, ich kann mich ohne Kontaktlinsen auch leider überhaupt nicht schminken, weil ich so nah an den Spiegel ran muss, um irgendwas zu sehen. Und da passt keine Wimperntusche, da passt kein Augenbrauenstift, irgendwas dazwischen, geschweige denn ein Pinsel. Und das ist echt ein Problem, was mich nervt, denn wenn ich dann eine Augenentzündung habe oder so, ich kann auch nur ungeschminkt rumlaufen. Ich krieg's halt nicht hin, mit der Brille drauf da irgendwas zu machen, ne? Und das liegt daran, dass ich links einfach mal 7,5, also minus, ich bin kurzsichtig, minus 7,5 und rechts minus 8 Dioptrien habe. Und ich überlege echt, ob ich mich irgendwann an den Augen lasern lasse. Leider verschlechtert sich das bei mir immer noch so ein bisschen, weil das geht leider halt erst, wenn ihr konstant auf einer Dioptrien seid. Und ja, deswegen habe ich selbst mit Kontaktlinsen und Brille immer noch Probleme, 100% zu sehen. Das heißt, selbst wenn ich mich immer dann vorher schminke und so, dann selbst dann
ist das super schwer für mich, denn eigentlich muss ich immer näher an den Spiegel ran und dann versuche ich es immer trotzdem irgendwie hinzukriegen. Aber ich drücke mich immer so ein bisschen vor den Schminkis so. Das nächste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist was richtig Cooles und das war in dieser Europon-Box und das hat mich so umgehauen. Und zwar ist das von Omni Tears ein Lid Spray. Leute, das ist der Hammer. Ich brauche das definitiv nach. Ich weiß, das war nicht günstig, aber ich fand das so gut. Das hat mir so gut geholfen. Das war echt so ein Spray. Ich bin so traurig, dass es leer ist, ne? So ein kleines Spray. Und ich benutze ja immer so Augentropfen, weil gerade mit Kontaktlinsen ist ja ein bisschen, die Augen trocknen dann schnell aus und so und werden dann rot. Und das hier ist so ein Spray, was ihr euch einfach auf die Augen machen könnt. Also ihr schließt die Augen und sprüht das da drauf. Und das duftet richtig gut. Also das riecht auch noch gut dabei. Der Sprühnebel ist traumhaft. Ich möchte da bitte meinen hier Toner reinmachen. Und das ist echt, weil ich das dann auch so aufgesprüht habe, habe ich auch gemerkt, das fühlt sich auch im Gesicht einfach super angenehm an. So richtig durchfeuchtet und gepflegt. Also ein ganz tolles Teil, was ich mir auf jeden Fall nachkaufen werde, weil das super war. Wirklich. Ich benutze schon lange Augentropfen oder irgendwas anderes und das hier tausendmal besser, wie sich da Augentropfen reinzumachen. Gerade so morgens, wenn man dann aufgestanden ist, auch mal schnell rein, dann die Kontaktlinsen. Traumhaft. So, nur mal so nebenbei. Dann habe ich noch was zum Duschen. Das muss ich euch zeigen, ich muss so lachen. Aber wie gesagt, irgendwas muss ich euch doch in die Kamera halten. So sehen bei mir irgendwann die Duschpuffel aus. Der Kleine ist ein bisschen mitgenommen. Er hat die Farbe von meinem Pulli hier, ne? Der ist echt, der muss jetzt leider raus. Ich habe ihn echt benutzt, ich habe ihn geliebt. Ich mag die Teile halt, ne? Ich finde, egal welches Duschgel ihr habt, das schäumt halt dadurch so toll. Und auch wenn ihr eins habt, was ihr normal so drauf macht. Und ich sag ja, ich mag auch so Schäume super gerne. Und wenn ich Duschgel habe, will ich halt auch ein bisschen Schaum haben. Und durch diese Dinger habt ihr einfach diesen Schaum und könnt das schön verteilen. Und ich finde die einfach genial gut. Und wie man sieht, benutze sie auch fleißig. Ich habe den nächsten schon der Dusche hängen und ich habe auch den von Asam, diesen wunderschönen mit Spitze noch außen drum. Ah, der ist so hübsch. In der Badewanne, der ist auch toll und ja, leider Gottes einer, der ab auf den Friedhof, aber hat treue Dienste geleistet. Man hat ja schon lange an den Dingern, aber der ist jetzt echt abgeranzt und muss weg. So, dann habe ich noch etwas leer gemacht. Das sieht auch aus, ne? Aber das war bei mir in der Handtasche. Kennt ihr das? Diese kleinen Handcremes, die in der Handtasche rumfliegen und einfach aussehen. Wow, das hier ist so eine. Und zwar ist das von Douglas noch eine Handcreme gewesen, die ich zu Hause hatte. Harmony of Ayurveda, Almond Oil und Sesam Oil, Nourishing Hand Cream. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Heute sage ich euch, ist gar nicht so schlimm, dass es die nicht mehr gibt, weil die fand ich nicht gut. Die fand ich echt nicht gut. Die hatte ich auch länger in der Handtasche, so ein bisschen vergraben. Und dann so hin und wieder habe ich sie dann rausgekramt, aber ich fand die echt nicht gut. Die hat zwar ganz gut gerochen, aber die Pflege, die war mir so fettig. Also so ein unangenehmes, die ist nicht eingezogen und fettig und nee. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die auch noch. Ich mag sie halt nicht. So, was ich auch nicht mag, was jetzt auch echt, das muss weg. Da ist wieder noch ein bisschen drin. Ich wollte es noch nicht mal mehr auf den Körper schmieren, weil das war nichts. Ich habe hier von Yves Rocher noch eine Creme, die musste weg, weil Yves Rocher läuft ja dann auch irgendwann ab und ich musste sie benutzen. Ist hier eine Gesichtscreme, die ist dann leer geworden und ich habe sie teilweise auch auf dem Körper ein bisschen verteilt, weil sie hat mich genervt, denn das ist eine Creme, die soll gegen Falten und so sein. Und ich mochte, beziehungsweise ich,
Ich habe es schon länger nicht mehr benutzt, aber ich weiß, früher habe ich dieses Serum davon auch voll gefeiert, weil das so einen so glatt gebügelt hat. Und dachte dann, oh ja, die Creme ist bestimmt auch gut und hatte mir die irgendwann mal gekauft. Und dachte, komm, fängst die an zu benutzen. Und habe sie das erste Mal benutzt und ist übrigens die Tagescreme, ne? Für alle Hauttypen und Lichtschutzfaktor ist drin und soll so aufhören. So, Serum Vegetal von Yves Rocher war leider so gar nichts, weil es gekrümelt hat wie ein Weltmeister. Das sind wieder diese Produkte, ich sage, Yves Rocher hat so gute Sachen und Yves Rocher hat Sachen, oh, ganz schrecklich. Und das ist so ein schreckliches Produkt, weil sie hat gekrümelt. Sie ist nicht eingezogen in die Haut. Sie hat meine Haut nichts gemacht, worüber ich mich gefreut habe. Es sah einfach schrecklich aus. Ich habe es wirklich, ich konnte mich danach nicht schminken oder sonst irgendwas. Selbst am Körper hat die so gekrümelt, dass es mich so genervt hat, dass ich das wirklich mit dem Handtuch runtergerubbelt habe und dann vernünftig eingecremt hat. Bye, nie wieder, tschüss, ein absoluter Reinfall. Muss man ja auch sagen, ne? So, Leute, das zu den Produkten. Jetzt gibt es nur noch eine kleine Box. Da habe ich für euch immer die Sachen drin, die ich so an Masken und sowas benutze. Und die ist übersichtlich. Die ist übersichtlich. Also mein Februar war ein bisschen stressig, wie ihr merkt. Oh mein Gott, ich hatte so viel zu tun. Leute, ich komme kaum hinterher mit manchen Sachen. Und ja, dementsprechend ist mein Maskenverbrauch, auch wenn ich versprochen hatte, eine Maske extra noch irgendwo zu verbrauchen, echt ein bisschen flach gefallen. Was ich aber benutzt habe, waren schnelle Masken. Weil die hatte ich noch. Für wenig Zeit, hier mal 3 Minuten Eiseffektmaske von Yves Rocher mit Cranberry. Ich glaube, die sieht mittlerweile anders aus, die gibt es aber noch. Das sind so kleine Masken, 50 Milliliter. Ich mochte die, weil die meine Haut halt in 3 Minuten schön durchfeuchtet hat. Das war auch schon ein Backup von denen, die ich hatte. Und die habe ich gerne und fleißig noch verwendet, weil echt gut. So richtig so ein frischer, so ein Feuchtigkeitskick auf die Schnelle. Dann eine Maske für einen frischen Teint. Die war mit reinem Traubensaft, eine Aquamaske. Kann man machen, muss man aber nicht. Hat mich nicht von Socken gehauen. Würde ich mir auch jetzt nicht mehr nachkaufen. Da habe ich viel bessere Produkte. Aber die würde ich mir tatsächlich nochmal nachkaufen, weil die auch diesen Eiseffekt steht auch drauf, diesen kühlenden Effekt hat irgendwie. Ich mochte die echt gerne. Also die ja, die leider nein. Und dann noch eine Maske von Yves Rocher. Die ist aber nur leer geworden. Die habe ich hier nicht komplett weggeputzt den Monat über. Die war vorher schon angebrochen. Die war von Elixir Jeunesse. Und das ist... mittlerweile heißen die anders, glaube ich. Das heißt nicht mehr Elixir Jeunesse. Das heißt, oder? Heißt das doch noch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall die grüne Serie. Sagen wir es so. Und die grüne Serie mag ich. Die funktioniert bei mir. Warum auch immer. Fast alles davon. Aber fast alles davon. Diese Maske war... soll eine reparierende Maske sein, gegen die Umwelteinflüsse und so helfen. Weiß ich nicht. Also die hatte keinen großartigen Effekt. Keinen hier verjüngenden, Anti-Aging, Anti-Dies, das, jenes. Die soll einfach die Haut klären und so diesen Schmutz da ein bisschen rausziehen. Weiß ich nicht. Habe ich mich nicht mega gereinigt danach gefühlt. Es war eine Maske, die hat man drauf gemacht, aber... die hätte man sich auch nicht drauf machen müssen, weil sie nicht so viel Effekt hatte. Also die mochte ich nicht. Wenn ihr die kennt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie eure Erfahrungen dazu sind. Irgendwie war die so ein bisschen... ich habe sie dann leer gemacht, weil ich sie halt hatte, aber die war so ein bisschen unnötig. Also dass ich das sage, dass eine Maske unnötig ist. Also die... nee. Dann noch eine. Und Leute, die ist fast voll, ne?
Die ist fast voll. Und mir blutet ein bisschen das Herz, aber die ist noch ein bisschen haltbar. Die ist echt noch ein bisschen haltbar. Die wandert jetzt mal mit auf Arbeit für die Mädels. Vielleicht will die einmal jemand noch testen, aber das ist eine Maske, die gebe ich ungern weiter, weil ich sie einfach grottenschlecht finde. Das ist eine von Balea, eine Peel-Off-Maske mit Aktivkohle. Porentiefe Reinigung, sanfte Pflege für ein strahlendes Hautbild für normale und Mischhaut. Die habe ich auch meinem Schatzi schon aufs Auge gedrückt, ne? Weil der hat ja so Mischhaut, fettige Haut eher, ne? Soll reinigen und pflegen und das hat sie einfach nicht gemacht. Und was ich bei der halt echt unerträglich finde, die hat so nach Alkohol gestunken. Wirklich gestunken. Also ihr macht die auf. Boah, das ist ein unmöglicher Geruch. Und das kann doch nicht gut für die Haut sein, oder? Also Alkohol steht hier auch an zweiter Stelle und vorher Wasser. Also Wasser und Alkohol sind hier Hauptbestandteile drin. Ich fand die grausam auf der Haut. Ich habe die zweimal getestet und wie gesagt, einmal Schatzi und habe ich gesagt, okay, hat sie dann ein bisschen da stehen und ich kann mich gar nicht überwinden, die zu benutzen, weil ich weiß, dass ich sie schlimm finde und deswegen kommt die jetzt einfach weg, beziehungsweise wird erstmal weitergegeben und wenn sie da keine will, wandert sie in die Tonne. So leid es mir um das tut, aber bringt ja auch nichts, sich statt auf Gesicht zu quälen, wenn es einfach nichts ist. So, was auf jeden Fall was war, jetzt mal nochmal ins Positive, war diese Maske, die habe ich gefeiert. Die ist so toll. Leute, die ist so toll. Ich weiß, Mattmaske, teuer, teuer, teuer. Boah, guckt mal bei Vintage oder Vintage Kleiderkreisel hieß es früher. Da kriegt er die vielleicht auch. Und ab und zu ist die auch in der Box drin. Und ich habe noch Backup, Gott sei Dank. Aber die ist so gut. Ich liebe die. Morning Boost Mask. Und das war eine Maske. Hammer. Die riecht nach Kaffee, die duftet toll. Ihr macht die morgens auf euer Gesicht oder auch abends, wie ihr Lust habt. Ich trinke ja auch mal abends einen Kaffee oder so. Und dabei putzt ihr euch einfach gerade die Zähne. Und die erwärmt sich, die macht frisch, die macht, ne, die durchblutet so richtig. Die regt das an, die Blutzirkulation und ihr seht einfach dadurch frisch aus. Und wie gesagt, allein dieser Duft, oh. Oh, daher könnte ich mich reinlegen, ne? Ganz, ganz tolles Teil mit einem tollen Effekt in ein paar Minuten. Und ja, die ist dann leider auch einmal leer geworden. Und die habe ich auch komplett verputzt den Monat lang. Ich bin froh, dass ich noch Backup habe, aber die war echt klasse. So, was habe ich hier noch für euch? Noch eine Yves Rocher. Ich war sehr Yves Rocher-lastig, weil Yves Rocher läuft halt irgendwann ab. Und ich bin so durch meine Backup-Sammlung und war schon am gucken, okay, was habe ich denn hier noch, was muss weg? Und Yves Rocher ist da, wirklich, da habe ich früher viel gekauft. Deswegen sind das jetzt Produkte, die noch schnell benutzt werden müssen, weil MHDs, ne? Ablaufdatum. Hier haben wir eine matt reinigende Maske auch. 30 Milliliter. Die war mega. Die war gut. Die kann ich euch empfehlen von Yves Rocher. Das wäre auch so ein Nachkaufprodukt irgendwann mal, wenn sie dann halt im Angebot ist oder so, ne? Also Yves Rocher kaufe ich eigentlich nichts zum vollen Preis, muss ich euch sagen. Und die war echt klasse. Die hat richtig toll gereinigt. Die hatte auch so ganz leichte, so minimale Peeling-Partikel drin, was ich gut fand. Und ein tolles Teil habe ich gerne benutzt. Und wie gesagt, würde ich auch wiederholen. Was ich auch auf jeden Fall wiederholen würde, und zwar ist das von Pai etwas, ein Peeling, ja, so ein Gesichtspeeling. Das war sehr schnell leer, waren leider nur 10 Milliliter drin und das war wie dieses Nuxi, was ich euch gezeigt hatte. Das gibt auch in Kontakt mit Wasser so eine milchige Flüssigkeit. Das hat toll gepeelt und dabei einfach toll gepflegt durch diese Milch, die dadurch entstanden ist. War ich richtig traurig, wie es leer war. Es war ein geiles Teil, was auf jeden Fall, ich habe schon geguckt, ich
Ich muss mal gucken, wo es das noch gibt. Ich hatte das von in der Look Fantastic Box mal gehabt und habe nicht gesehen, dass es Pi noch irgendwo, also ein paar Sachen ja, aber das hier war halt nicht mehr dabei. Schade, denn es war gut und vielleicht irgendwann entdecke ich es wieder. Ich werde es auf jeden Fall in Erinnerung behalten, so gut war das, ne? So, ich glaube, das ist unser letzter aus dem Bunde von meinem kleinen Dermalogica-Set. Habe ich hier nämlich noch das letzte leer gemacht. 6 ml einer Stress Positive Eye Lift Maske. Die war auch sehr, sehr gut. Dermalogica, wirklich hatte ich keine Maske, die nicht gut war. Ich habe mir ja nur so ein kleines Probenset bestellt, ne? Aber die habt ihr euch einfach, das ist wie so eine Augencreme, ne, die ihr euch dann unter die Augen gemacht habt, 3 bis 5 Minuten einfach drauf lassen, den Rest einfach so einmassieren, also ein bisschen dicker drauf, dann den Rest einfach einmassieren und ihr hattet echt richtig toll gepflegte Unteraugenpartie. Fand ich klasse, aber für den Preis, dann kaufe ich mir lieber diese Augenpads, weil die können das auch. Aber es war halt mal cool, so ein Produkt auch zu haben. Der nächste im Bunde ist ein kleiner Mini, der eigentlich ganz groß war. Und zwar von Sensei ein Silk Peeling Powder. Es ist so süß. Das hatte ich mal als Gratisbeigabe irgendwo bei Douglas dazu. Und ich kann euch sagen, das ist ein so lustiges Zeug. Und ich habe mir bei Revolution ja auch nochmal Puder nachbestellt, weil ich das halt mega toll fand bei dem und dachte, oh, weil das ja doch eher teurer ist, vielleicht ist das ein guter Tube dazu und habe mir bei Revolution dann dieses Cleansing Powder bestellt. Das hier hat mich ein bisschen darauf angefixt. Das war halt einfach so Puder, das macht ihr euch in die Hand und dann schäumt ihr das so ein bisschen mit Wasser auf und dann könnt ihr das im Gesicht einarbeiten und hatte halt super gereinigt. Nichts für jetzt so die Augen oder so, ne? Aber so vom Gesicht her, die Poren hat das, finde ich, irgendwie gut gereinigt. Das hat super funktioniert und ja, der Kleine, ne? So süß. Dann zeige ich euch hier einmal ein paar Ampullen, was noch übrig geblieben ist. Ich glaube, eine oder zwei oder drei habe ich weggeschmissen. Das tut mir leid. Aber Müll gehört in den Müll, Leute, oder? Da denkt man oft nicht dran. Also man schmeißt ja auch schnell gerade so kleine Sachen. Die schmeiße ich auch mal ganz rucki-zucki weg. So, kennt ihr ja. Das ist Gewohnheit einfach. Da muss man erstmal... Und irgendwas hat... Seht ihr da, habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas hat Schatzi auch schon wieder weggeschmissen, wo ich geschimpft habe. Weil das wollte ich euch gerne zeigen. Da haben wir einmal brav den Müll rausgebracht, ne? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, vielleicht fällt es mir noch ein. So, 5 Ampullen habe ich auf jeden Fall noch hier. Meine kleinen Maskenersatzdinger. Einmal von Janssen Cosmetics, die Hyaluron Fluid Ampulle. Die fand ich nicht so. Ich habe da noch, glaube ich, 1 oder 2 von. Aber die hatten nicht wirklich, weiß nicht. Ja, die war okay, die war wie so ein Serum, was ihr drauf macht. Aber, jetzt keinen Special Effekt oder so, dass ich irgendwas gemerkt habe, dass die irgendwas extra kann. Und das habe ich jetzt bei allen 4 hier von Dalton gehabt. Definitiv. Also ich bin ein riesen Fan von diesen Ampullen geworden. Zum ersten, und da bin ich auch noch, da denke ich, ja, hättest du dir doch noch holen sollen. Sleeping Beauty Ampulle. Leute, das ist eine Ampulle für abends vom Schlafen gehen. Und die wirkt echt wie so eine kleine Schlafmaske, finde ich. Also die hat richtig gut funktioniert. Wirklich die Haut am nächsten Tag auch so ein bisschen frischer und so ausgesehen. Und ich mochte einfach dieses Gefühl. Das war so eine 2-Phasen-Ampulle, die habt ihr geschüttelt. Und dann, ich habe da echt 3-mal auch dran gehabt, ne? Also ich glaube, sogar an einer hatte ich 4-mal dran. Also 3 bis 4-mal habt ihr da nochmal dran. Super toll. Hat mich mega überzeugt. Wollte ich mir auch schon nachkaufen, aber ja, Dalton ist ja immer so teuer. Aber irgendwann wandert die auf jeden Fall nochmal mit. Genauso wird nochmal irgendwann mitwandern. Da habe ich auch gehadert mit mir, ob ich die nachkaufe. Diese No Filter Needed Ampulle. Und der Name ist Programm. Der ist echt Programm. Die könnt ihr
auch als Primer nehmen. Und die war so gut. Ihr müsst die alle vorher schütteln. Ne? Und die hat echt diesen Weichzeichner-Effekt gehabt. Also die hat mich echt fasziniert. Ich dachte so, ja komm, übertreib doch, ne? Aber nein, die war echt richtig gut. Ihr habt richtig toll ausgesehen. Also das war wirklich so der Moment, wo ich dann auch ungeschminkt raus bin mit meiner Dalton-Ampulle, No Filter Needed da drauf und wirklich mich wohl gefühlt habe, so ein bisschen kaschiert hat alles, ne? Also man will ja eigentlich will man ja auch eine ungeschminkte Schönheit sein und da hilft euch sowas einfach. Dann kommen wir zu zwei richtig tollen Ampullen. Caviar Deluxe Ampulle, die war traumhaft. Die fand ich echt traumhaft, weil die war so ein Alleskönner für mich. Irgendwie hat die so ein bisschen von allem gemacht. Die hat durchfeuchtet, die hat ne, so echt die Haut genährt, hatte ich das Gefühl. Super, hat mir toll gefallen und ich habe mir schon Nachschub organisiert, weil ich die echt toll finde. Und genauso diese Hyaluron-Urea, die hat mir auch mega gut gefallen. Ich mag die Q10 nur lieber wie die, aber die hat echt hydratisiert. Die hat echt so einen Feuchtigkeitskick gehabt. Und ich meine, ja, genau, da steht auch drauf Hydro Boost. Also die ist auch dafür gedacht, die haut euch echt nochmal so einen extra Feuchtigkeitskick in die Haut rein, habe ich das Gefühl gehabt. Da dann eure normale Pflege drauf, ne? Am besten noch ein Serum draufgepackt. Richtig gut. Also bis jetzt, von allen Ampullen, die ich jemals gemacht habe, waren das echt so die besten, die ich hatte und bin da komplett drauf angefixt und freue mich da auf jeden Fall drüber, dass ich auch noch ein paar im Backup und als Nachschub habe. Dann wurde es Zeit für eine Tomatenmaske. Die ist, da brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen, die halte ich euch jetzt jedes Mal hoch, nur in einem anderen, ne? Die gab es ja nochmal in der Mia Maskenball-Edition, aber die gab es auch von der lieben Juliane in meinem Überraschungspaket. Und die ist, ich liebe diese Masken mit diesem Bio-Zellulose hier, Kokosnuss-Gedönse, Kokosfaser ist das. Die sind so genial gut und diese Lidas-Masken damit richtig, richtig toll. Dann habe ich von Dalton eine Maske gemacht. Und zwar die Q10 Energy Boost Maske. Da hatte ich nämlich noch ein Pröbchen. Und ich habe ja die große. Und ich war neugierig, wie die große so ist. Ob ich die noch länger für gut aufheben muss. Und ja, ich muss sie länger für gut aufheben, denn die war toll. Die hatte auch so kleine orangene Partikel drin, die die Haut dann, also wirklich so wie Vitamine drin. So hat das schon ausgesehen, wenn ihr das dann drauf macht. So richtig so ein kleiner Nähr. Kick für die Haut. Nahrstoffkick für die Haut. Mir gefällt die Beauty-Maske und die Oyster-Maske aber besser. Die war auch cool, aber die anderen würde ich eher, glaube ich, kaufen. Oyster-Maske Platz 1, dann Beauty-Maske im Moment bei mir. Aber ja, mal öfter testen, ne? Ich habe bis jetzt immer nur die Pröbchen weggehauen, weil ich an die Tiegelchen nicht dran möchte. So, jetzt nochmal. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Das habe ich hier noch. Und zwar diese, die gab es im Action. Da gab es so ein Päckchen, ich glaube für 1 Euro. Ne? Da war dann drin Gold Nose Post. Also 5 Sachen oder so sind da aber auch drin. Ne? Das heißt, wir sind bei 20 Cent pro Ding hier. Einmal so Nasenstrips, dann Gold Eye, so Augenmasken. Und eine Gold Clay Maske. Alle drei katastrophal durchgefallen, sage ich euch. Katastrophal durchgefallen. Ich fand die ganz schrecklich. Die Clay Maske war nix. Die hat nichts gereinigt. Die war einfach nur golden im Gesicht und hat nichts gebracht. War ich froh, wie ich so abgewaschen habe. Die Pore Strips 0,0 Effekt, nix. Sie waren einfach nur, ihr hattet einfach nur ein Klebi auf der Nase, gebracht hat das Ganze nichts.
Und am schrecklichsten fand ich tatsächlich diese Dinger für unter die Augen, denn die haben mir gebrannt und die konnte ich gar nicht drauf lassen. Und das habe ich echt selten. Ist nicht, dass ich mega empfindliche Haut habe, aber die waren wirklich, das war so unangenehm und die habe ich auch runtergenommen, weil wenn eure Haut anfängt zu jucken oder zu reagieren und ihr merkt das, macht das Zeug runter. Eure Haut schreit und sagt, weg damit. Und ja, das war bei den Sachen auf jeden Fall. Habe mich immer gefreut über diese Päckchen, fand ich ganz spannend und sind echt die ersten Masken, die ich von Action hatte, die so gar nichts waren. So, dann habe ich was gemacht, um wieder in die Freude zu kommen. So was Schlechtes ist jetzt, glaube ich, alles abgearbeitet. Ja, ja, ja. Ein Produkt gucke ich gerade an. Diese Augenpads habe ich gemacht von Butanio Beauty. Die waren toll. Die waren toll. Guardian Angel zum Revitalisieren, zum Depuffen und Aufhellen. Das waren so kleine Engelsflügelchen. Nicht, das war so knuffig. Ich glaube, die liebe Jasmin hat mir die auch nochmal in den Kalender gepackt gehabt. Und die waren echt, ihr seht das vielleicht auch, so in Engelsform. Fand ich echt gut. Die haben mir toll gefallen. Was mir auch toll gefallen hat, war noch diese Maske, die wir auch in dieser Maskenedition hatten. Da hatte ich die hier, auch von Lidas. Eine Honigmaske. Soll die Haut soften und Gloss geben. Und ja, die war toll. Hat mir gut gefallen. Ich bevorzuge diese hier, aber die war trotzdem auch richtig gut. Ach ja, da klebt noch was dran. Die Dinger waren richtig gut auch. Oh mein Gott. Ja, von Alcina Augenkollagenpads. Die hatte ich im Adventskalender von Alcina drin gehabt. Und die habe ich jetzt mal gemacht. Und die waren so faszinierend, weil ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich dachte, da wäre noch ein Klebi und dann sind die so gelartig und man macht die drauf. Die waren trocken, wie ich die rausgenommen habe. Ich war erstmal komplett verwirrt. Also wirklich zwei trockene. Ich dachte, haben die da irgendwas verkehrt gemacht? Haben die was falsch eingepackt? Dann dachte ich, komm, machst du mal ein bisschen feucht, ne? Und hab die einfach kurz unter das Wasser, dass die halt feucht waren, gemacht und hab mir die dann drauf gemacht. Die haben toll gesessen. Richtig toll. Die waren so angenehm drauf zu lassen. Die haben wirklich mit diesem Kollagen oder was das war, ob, das kam dann wirklich daraus, dann hattet ihr so ein Netz quasi, ne? Und richtig in die Haut rein, das hat so toll sich angefühlt, so toll gewirkt. Also die waren echt klasse. Hätte ich nicht gedacht, gerade nachdem ich so diese trockenen Dinger da rausgenommen habe. Also muss ich mal gucken. Alcina ist echt gut. Dann noch eine Maske, die war mega, die war mega. Und ich war da echt so, ich will sie eigentlich gar nicht machen, aber irgendwie hatte ich dann hier ein bisschen aufgeräumt und dachte, komm, packst dir mal noch eine Maske drauf und hab diese Hydrogel-Lippenmaske gemacht aus dem Action. Ich hatte ja mein Erlebnis mit dieser einen Maske, die so katastrophal war, diese Cherry-Maske da, ne, wo immer runtergefallen ist, nicht halten wollte und nichts gebracht hat. Die hier, Leute, ich konnte damit rumrennen. Die ist auch geschlossen, also ihr habt nicht diesen tollen Schlitz wie bei Starskin, dass ihr noch atmen und labern und machen könnt. Aber die hat gesessen. Die hat sich angeschmiegt. Eure Lippen waren danach richtig toll. Und das für einen Preispunkt, ich weiß nicht, die kosten ja nicht so viel. Genial gut, kann ich euch echt ans Herz legen. Und werde ich mir auf jeden Fall Nachschub besorgen, sobald mein Action wieder auf hat. So, dann noch eine Maske. Die hatte ich auch bei dieser Aufräumaktion auf dem Po. Nämlich meine Po-Maske. Leute, die war lustig. Also die hat mit meinem Po jetzt nichts gemacht. Habe ich nicht das Gefühl. Aber ich muss euch sagen, ich fand die echt angenehm, weil die so irgendwie so gekühlt hat. Ich fand die echt angenehm. Ich hatte die aber wirklich
aus Spaß einfach nur drauf, weil ich dachte, na komm, benutze die jetzt endlich mal, und hatte mir die dann auf die Pobacken geklebt und bin, wie gesagt, mit der Lippenmaske und der darum gerannt. Und ich glaube, mit diesen als Fingerpads, die hatte ich da auch rausgewühlt. Das war so lustig. Und das waren halt echt so, wie so Schmetterlinge sah das aus, ne? Von Mikuara war die hier übrigens. Ja, Mikuara. Ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Und ja, würde ich mir aber nie kaufen. Für einen Gag ganz lustig, aber nichts, was ich unbedingt haben muss. Weil ich glaube, da habt ihr keinen Effekt davon. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, und als letztes im Bunde, und die musste ich heute einfach noch machen vor dem Video, ist einmal die Bienchenmaske von Esfolio. Und die Kollagenmaske war ja so toll und die habe ich mir ja besorgt. Und die ist auch gut. Ich mag die auch gerne. Die riecht super. Die riecht echt toll. Aber ich mag die Schweinchen lieber. Die Schweinchen haben halt echt so diese Kollagenmaske. Ich sage jetzt immer Schweinchenmaske, ne? Diese Kollagenmaske hat einfach dieses samtige Hautgefühl gemacht. Ihr hattet echt wie so Samt in eurem Gesicht. Die war auch toll, aber die war eher so ein bisschen klebrig und hat diesen coolen Effekt, was die andere hatte, halt nicht gemacht. Dieses, dass ihr so drüber streichen konntet. So hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und was ich euch unbedingt zeigen muss, ist echt eine Sache. Da ist noch so viel. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist auch so ein bisschen klebriger. Seht ihr das? Und guckt euch mal an, was trotz, dass ich diese Maske gemacht habe, hier einfach noch an Zeug rauskommt. Seht ihr diesen Klicker auf meiner Hand? Also wirklich, da ist so viel Serum drin. Das ist der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Und das ist das, ich verteile mir das jetzt einfach mal dreist auf die Arme, ist das, was ich euch immer sage. Hebt euch das auf, holt euch ein kleines Tiegelchen, holt euch diese Masken, hebt euch dieses Serum auf. Das ist doch viel zu schade. Ihr kriegt da dicke, guck mal, ich kann mir hier die ganzen Arme noch damit eincremen. Ich dufte nach Honig. Und wirklich, oder? Das ist so schade drum und denke ich, gehört auch nicht in den Müll, sondern gehört in die Benutzung. Oder stellt euch nur das Serum in den Badezimmerschrank und benutzt, holt es dann euch raus und benutzt es noch im Gesicht, ne? Das ist ja was, das auch auf dem Gesicht bleiben darf und einziehen darf. Und ja, das war's. Ich lache gerade ein bisschen, weil... Leute, es tut mir leid, ich habe gelabert, ne? Ich habe gelabert wie ein Wasserfall. So viele Sachen waren es gar nicht im Endeffekt. Also für mich auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, ich habe schon wieder einen Marathon. Aber ich kann doch nicht nur hinhalten und sagen, gut, nicht gut. Vielleicht sollte ich echt zwei Versionen machen, ne? Für die, wo es eilig haben und die, wo mein Geblubbere ertragen. Ja, genug geblubbert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir und meinem Aufgebrauchzeug, und ich schmunzel jetzt noch weiter vor mich hin und halte euch nächsten Monat nur drei Sachen in die Kamera und habe trotzdem ein halbstündiges Video. Ich weiß es nicht. Ich habe heute noch von der lieben Jasmin das Video geguckt und denke mir, ja Mann, du hast recht. Wie machen die anderen das? In 15 Minuten das durchziehen. Ich kann das auch nicht. Aber so kennt ihr mich, so mögt ihr mich hoffentlich, sonst wärt ihr wahrscheinlich auch nicht hier. Ich glaube mittlerweile, jeder, der es nicht mag, hat schon abgeschaltet. Und ja, Leute, ich freue mich über ein Däumchen nach oben. Ich freue mich über einen Kommentar. Und ich freue mich auch, wenn ihr Tatsache noch hier seid und noch hier wart, dann doch bleiben möchtet und mir ein Abo dalasst. Immer dieses Ende zu kriegen, fällt mir so schwer. Aber Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Hoffentlich gemütlich und entspannt mit
Maske, mit Tee, mit Kaffee, mit Stromausfall. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.